Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war ja heute meine erste Rede und ich bin auch sichtlich erstaunt über die Reaktionen der Mehrheitsparteien. Da habe ich doch Zahlen hier veröffentlichen, die wir alle nachlesen können, offizielle Zahlen vom UNEM oder vom flämischen Arbeitsmarkt oder vom Arbeitsamt selber. Und ich habe die auch mal mitgebracht, damit Herr Pasch die dann auch sehen kann. Ich habe sogar ernsthaft, dass ich die nicht kenne, Herr Pasch. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum Sie denn darauf beziehungsweise falsch auf meine Rede reagiert haben. Sie sprachen davon, dass ich da einige Beispiele bringen würde, die so nicht ganz richtig sind. Also hier steht ganz klar auf Seite 7 des Arbeitsmarkttätigkeitsberichts 2008, den wir alle kennen, die haben wir sicher alle vorliegen. Herr Pasch hat den ja wahrscheinlich mitgestaltet. Da steht hier Entwicklung 2001 bis 2008 plus 65%. So, also sind das ganz klar Zahlen. Walter, ich habe doch nicht die Richtigkeit Ihrer Zahlen. Sie haben nicht das Wort. Hier steht wortwörtlich geschrieben auf Seite 9, von 94 bis 2001 die Zahl der Arbeitslosen in der DG gesunken, bis August 2006 klettert die Zahl der Arbeitslosen in der DG, dann aber auf fast 3000 Personen. Sie haben auch nicht das Wort, Herr Lamberts, Herr Präsident, ich bitte um Ordnung. Was prozentual gesehen, ja, das ist so. Anschick. Halten Sie sich bitte an Ihrer Rede und kümmern Sie sich nicht um die Aktivitäten, die hier oben stattfinden. Ja! Ich darf Sie trotzdem... Wenn ich Sie nochmals zurechtweisen muss, verbiete ich Ihnen das Wort. Ja? Das ist ganz einfach. Was wollte ich... Okay, dann... Also ich war sichtlich erstaunt über die Reaktionen der Mehrheit, dass ich hier als fundamentalistisch, hat Herr Lamberts gesagt... Es ist gesagt worden, es wäre polemisch. Dabei sind es nur Zahlen gewesen, die wir alle nachlesen können. Und diese klaren Zahlen, die wir alle nachlesen können, habe ich Ihnen dann hier so vorgetragen. Und das ist dann Polemik. Also ich finde das seltsam. Und ich möchte mich da an den Satz der Vorrednerin Frau Ziska von Frau Franzen anschließen, wo sie gesagt hat, es ist nicht Aufgabe des Regierungschefs, uns als Parlamentarier zu bewerten, sondern es ist seine Aufgabe, uns zuzuhören. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und trotzdem, Herr, ich möchte ein Wort sagen zu Herrn Zicker, obwohl er mir eben das Wort verliehen hat. Ich möchte Sie kurz an Ihre Neutralität erinnern, ja? Danke. Sie haben nichts mehr. Setzen Sie sich bitte, ja? Möchte die Regierung noch etwas hinzufügen? Ihre Reihenfolge war an zweiter Stelle, Herr Kuhn. Dann 2 Minuten, bitteschön.